Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed Most Wanted. Wir haben in der letzten Folge große Schritte gemacht, um hier die nötigen Voraussetzungen abzuhaken, damit wir Blacklist Nummer 2 alias Bull herausfordern dürfen. Und zwei Siege plus ein Meilenstein oder zwei Meilensteine und ein bisschen was mit 1,4 Millionen Kopfgeld trennen uns noch von der Herausforderung, ihn zu schlagen. Und ja, jetzt müssen wir nur mal gucken, was wir hier von diesen ultra fetten Scheißdingern noch machen. 21 Kilometer, ja, das auf jeden Fall. Schon mal als erstes Rennen. Also ich denke mal nicht, dass wir in dieser Folge schon gegen Bull antreten können. Ich denke mal, das wird am Anfang der nächsten Folge passieren. Der steht einfach mal direkt schon quer. Der hat ja richtig Bock. Okay, die letzten Mautstellen müssen eigentlich sehr nah beieinander liegen. Weil wir jetzt gerade mal... Okay, jetzt sind wir natürlich einen drüber über der Hälfte. Aber bis gerade eben hatten wir nur die Hälfte und wir waren schon bei 75% des Rennens. Aber gut, hier waren auch direkt zwei hintereinander. Da kommt schon die dritte. Und auf geht's zur letzten.
Okay, warum hatte man da jetzt so viel Zeit für? Naja, egal. Achtung, Kanal 3. So, ein Rennen noch. Und dann geht's ab an die Meilensteine. Also das definitiv nicht. Ist dieselbe Strecke, aber hier sind es 3 Runden. Ich muss mal eben hier mein Kabelbewurschteln entwirren. Hier haben wir 21 Kilometer. Also wenn, dann würde ich eher zu dem tendieren. Ja, wir nehmen das Rennen. Aber dachte mir, dass wir Level 5 als Fahndungsstufe haben. Kommen hier jetzt schon wieder echt wenig Situationen, wo wir an Cops geraten. Thank you.
Saugeil, Leute, wir haben alle Rennen hinter uns. Alle nötigen Rennen haben wir hinter uns. Jetzt also noch zwei Meilensteine und 1,4 Millionen Knedefede. Dann lass uns doch mal direkt eine starten. Leute, das wird jetzt ein Brüller, ey. Oh nein! Ich hätte ihn gehabt. Verdammte Pisse. Ey, schon wieder? Boah, wir haben jetzt schon nach nicht mal einer Minute schon so viel Kopfgeld, ja. Alter, haben die mich erschrocken mit ihrem scheiß Nagelband, ey. Alter, haben die mich erschrocken. Ich dachte halt echt gerade, oh fuck, ich fahr jetzt durch. Ich habe durch die Sonne nicht gesehen, ob da jetzt rechts ein Nagelband liegt oder nicht, ey. Das war jetzt einfach nur auf gut Glück gepokert, ey. Der Q3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Westen.
am Hinkley-Field vorbei. An alle restlichen Einheiten, letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in Richtung Osten am Hinkley Field vorbei. Absperrung erfolgt um das Zielgebiet. Einsatzkoordination erfolgt über TAC-2. Ich glaube, das ist die erste Verfolgungsjagd mit über 1 Million als Kopfgeld. Ja, aber wir haben auf jeden Fall noch nicht genug. Ein Meilenstein noch und 300.000 Kopfgeld. Weiter geht's. Lass ihn lieber fahren. Nicht mit mir, Jungs. Fahrzeug wurde zuletzt.
Ich habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Meine gesamte Verstärkung ist weg. Könnt ihr noch jemanden schicken? Warum? Oh fuck, jetzt kommen wir der Verstärkung nicht vom Schlappen. Oh, wie viel Straßensperren denn noch? Denke nicht. Wundert ihr euch eventuell, warum ich manchmal nach irgendwelchen nicht einsichtigen Stellen so Schlenker mache? Dann solltet ihr euch nicht wundern, das mache ich nämlich nur, damit nicht da plötzlich einfach eine fucking Reno-Einheit um die Ecke kommt, um mich für so Cops zu nehmen. Okay, zwei Straßensperren noch. Komm, mach hier jetzt eine hin. Nicht für dich. Okay, spontane Entladung oder was? Achtung, Platz einhalten. Wir haben eine Meldung, da nimmt sich ein flüchtigen Code 6-Fahrer, der bereits verfolgt wird.
Okay, das haben wir auch. Ja, im Prinzip könnten wir jetzt noch 1,5 Minuten uns verfolgen lassen. Für den letzten Meilenstein oder für den vorletzten. Der letzte wäre ja 200.000 Sachschaden. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Ende. Alle Einheiten im Umkreis. Der Kurt-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Westen, am Hickley Field vorbei. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Kurt-6. Ja, knacken wahrscheinlich direkt die 2 Mille, ne? Ne, fast aber. Uff, Leute. Okay, es ist soweit. Nummer 2 der Blacklist ist in Reichweite. Toru wartet auf deinen Anruf. Der Typ fährt mit McLaren. Muss ich noch was sagen? Mach ihn fertig. Natürlich, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Cheerio.